Herzlich willkommen und wir sind wieder mit einem Roguelike beschäftigt, heute mit Broke, und ich habe einen neuen Seed generiert. Das ist also die Nummer hier oben, die ihr sehen könnt. Die könnt ihr selbst auch eingeben im Spiel und dann bekommt ihr exakt die gleiche generierte Welt mit allen identischen Eigenschaften, Monstern, Gegenständen und so weiter und so fort. Und auch heute versuche ich in den... hier sind schon mal zwei Kobolde. Auch heute versuche ich in das 26. Untergeschoss zu kommen, denn dort befindet sich ja, ihr wisst es vielleicht, das Amulett von Yendor. Und das gilt es dann wieder an die Oberfläche zu bringen, um das Spiel zu beenden, wobei es auch hier wiederum ja die Möglichkeit gäbe, weiter nach unten noch, also über den 26. Stock hinweg zu klettern. Jetzt bin ich runtergefallen. Durch den Schlüssel, den ich da gerade genommen habe, hat es den Boden irgendwie zerlegt und jetzt bin ich gefallen auf Ebene 2 und habe auch ein bisschen Schaden genommen, allerdings nicht so viel. Problem ist halt nur, dass uns jetzt diese erste Ebene in Sachen Gegenstände jetzt ein bisschen fehlt. Ich werde also gucken, dass ich vielleicht nochmal den Aufgang erwische und dann nochmal schnell das Zeug hole, was ich dort vielleicht noch brauchen kann. So, hier geht es auf jeden Fall nochmal nach unten. Ich will aber eigentlich nochmal nach oben den Weg finden. Ohnehin empfiehlt es sich ja immer, die Stockwerke zu erkunden. Man weiß ja nie, was sich da eventuell noch dahinter verbirgt. Hier ein Kobold zum Beispiel. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Geld. Ah, da ist ein Bloat. Ist nicht gut. Der jetzt auch noch huntet. Puh, was ist denn jetzt los? Ach so, jetzt hat der Kobold noch das Gas hier aktiviert. Dann lassen wir mal ein bisschen die Zeit vergehen. Mit Shift Z, also großes Z, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken, ein paar Runden zu überspringen. So, hier diese Falle hat er betätigt und dadurch ist dieses Gas ausgetreten, das wir aber nicht eingeatmet haben und mit dem wir auch nicht in Kontakt gekommen sind, was ja schon mal wichtig ist. Aber wo ist hier der Aufgang? Offenbar am Arsch der Welt, da ist der Aufgang. Hier sind nochmal zwei Monster, ein Kobold und eine Ratte. Und dann, na, wenn ich schon hier unten bin, kann ich ja auch gleich mal hier durchlaufen und sehen, was ich hier noch finde. Weil die ersten paar Level sind ja machbar immer, auch mit wenig Ausstattung und Tränken. Und trotzdem will ich jetzt zumindest mal gucken. Aha, hier seht ihr das schon mal. Da ist noch ein bisschen was da. Und ich habe, glaube ich, auch einen Schlüssel im Inventar, oder? Ja, a Door Key. Und das ist ja wichtig, weil hier verbirgt sich ja noch ein versteckter... Wieso habe ich nicht das Mat... Hä? Ich habe nicht den Matching Key? Aber ich habe doch den Schlüssel in diesem Stockwerk gefunden. Wieso ist der nicht... Wieso matcht der nicht? Also entweder es ist ein Bug oder er matcht tatsächlich nicht, was natürlich bitter wäre. Wenn wir dann diesen schönen Raum irgendwie hier unnütz lassen müssten, würde ich ungerne machen, wenn ich ehrlich bin. Gut, dann lass uns nochmal hier hinschauen. Da ist noch ein Kobold, der schläft, deswegen ist der auch leichter zu handeln. Hier ist die Tür. Passt aber auch nicht der Schlüssel. Es ist doch ein Schlüssel hier. A Door Key auf der G. Merkwürdig. Habe ich auch noch nicht gehabt, dass der Schlüssel einfach nicht passen will. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit dem Schlüssel eben runtergefallen bin und der daraufhin nicht mehr zugeordnet werden kann. Aber ehrlich gesagt, sehr suspekt die Angelegenheit. Sehr suspekt. Weil jetzt komme ich tatsächlich nicht mehr weiter und werde einfach wieder nach unten gehen müssen. Na, hier ist noch ein bisschen was Unerkundetes, aber ansonsten... Ah, hier ist noch ein Raum, schaut an. Ah, guckt mal, hier ist nämlich offenbar auch nochmal eine... Kinder, eine Tür. Erstmal schauen, ich habe hier nämlich so ein Levitation Charm gefunden. Damit kann ich also ein bisschen abheben. Und wir hätten auch noch so eine Whip. Das müsste so eine Art Peitsche sein. So, hier. Hier haben wir noch einen Schlüssel. Wir hätten auch einen Wand of Slowness und einen Wand of Discord. Dann nehme ich lieber den Schlüssel mit. Wir wissen ja, wir dürfen hier nur einen Gegenstand immer mitnehmen. Alle anderen sind dann automatisch gesperrt. Und dann versuche ich es einfach an, ja, erstmal an dieser Tür. Weil er passt ja wahrscheinlich nur zu einer der beiden Türen. Ja.
Okay, hier habe ich dann den dritten Schlüssel. Plate Armor, Leder, nee, Leder brauchen wir nicht. Telepathie Charm ist nicht so schlecht. Ich nehme den Plate Armor für später. Eine gute Rüstung ist manchmal Gold wert. Ich könnte natürlich auch sagen, ich versuche den dritten Schlüssel dann irgendwie hier zu verwenden und in die untere Tür, aber das nee, muss nicht sein. Das haben wir hier auch eigentlich alles eben schon erkundet, deswegen begebe ich mich direkt mal dorthin, um in die dritte Ebene zu kommen, die da so aussieht. Okay, hier ist Wasser. Können wir ein bisschen was einsehen. In dem Raum ist gar nichts. Ist auch immer eigentlich ein bisschen auffällig. So, da haben wir Kobolde und Schakale. Ein bisschen gucken auf die Nahrung, dass ich nicht irgendwie Hunger leide und dann daran sterbe. Das wäre bitter. So. Oh, zu tiefes Wasser. Naja. Hier ist eine Falle. Und hier werde ich mich schön diagonal an den Goblin heranwagen. Hat ja offenbar auch funktioniert. Lass uns mal dahin gucken. Da habe ich auch noch ein paar Potions gefunden. Und auf der Seite ist auch noch einiges an Potions, was da rumliegt. Da einmal und dort. Hier geht es auch schon runter. Aber ich will natürlich noch ein bisschen erkunden. Oh, der ist nicht gut. Dieser Goblin. Fuck. Shit. Shit. Ich habe irgendeinen Trank genommen, den ich noch hatte. Und er hat mir leider nichts beschert. Ich dachte, er hat vielleicht einen heilenden Effekt. Aber so bleibe ich am Ende irgendwie hängen. Und dann sieht das eben so aus, wie es aussieht. Ich danke euch trotzdem fürs Zugucken. Ich bin der Conny. Ich habe ganz neu auch eine Patreon-Seite. Also ist auch in der Beschreibung www.patreon.com/Conny. Wenn ihr mich also finanziell ein bisschen unterstützen wollt mit meinem Projekt hier auf YouTube, dann guckt gerne dort vorbei. Und ansonsten bedanke ich mich und tut mir leid, dass ich echt in Ebene 3 schon gestorben bin. Das ist Noob-Qualität. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.